Seid ihr bereit für leckere Pizzataschen? Dann schaut gut hin, meine lieben Kinder, denn wir zeigen euch heute, wie das ganz ohne Backofen und super kross ganz einfach zu Hause funktioniert. Ihr braucht Pizzateig, den könnt ihr natürlich auch selber machen, aber wir haben es uns heute ein bisschen leicht gemacht. Dann braucht ihr Tomatensoße, die ist hier zum Glück auch schon mit drin. Dann braucht ihr Pizzakäse, ein bisschen Fett. Dafür nehmen wir jetzt hier mal die streichzarte Butter und unsere Geheimzutat heute, das Waffeleisen. Und das ist bei mir auch schon ganz schön warm. Das leuchtet auch schon grün, das heißt, es ist theoretisch auch schon bereit. Und viel müsst ihr eigentlich gar nicht tun, deswegen starten wir mal direkt mit dem Teig durch. Raus mit dir! Und die Soße brauche ich auch. Flop. Dann starten wir hier mal durch. Erstmal halbiere ich hier meinen Teig. Das sollte ungefähr so die Hälfte sein. Und dann, meine lieben Kinder, können wir den Teig hier noch so ein bisschen lang ziehen mit der Schwerkraft. So machen das ja auch die Pizzabäcker. Die ziehen den Teig ja auch immer so in ihre Form, indem sie den so ein bisschen lang ziehen. So, und bevor ich den da jetzt drauf packe, mache ich, glaube ich, schon mal die Soße drauf, weil ich mir vorstellen kann, dass das eine Riesenschweinerei ist, wenn ich das da drauf mache. Ja, ein bisschen zu viel. Schweinereien mag ich gern. So, irgendwie so. So sieht das schön aus. Also gleichmäßig verteilen, halbwegs. So, und dann nehmt ihr euer Waffeleisen, das sollte schon bei voller Hitze sein, und schmiert erstmal eine ordentliche Portion Fett da drauf. Also schneidet ihr euch hier erstmal so ein Stück raus. Und dann verteilt ihr das Ganze hier. Und hier auch. Muss richtig schön von Fett triefen, auch wenn das jetzt ein bisschen eklig ausschaut. Aber wir wollen ja nicht, dass unsere Pizza anbappt. Und jetzt legen wir unseren Teig hier drauf. So, und dann kommt der Käse dazu. So, und dann streut ihr den liebevoll auf der Pizza. Ihr könnt natürlich jetzt jede Pizza daraus machen, die ihr wollt. Salami mit drauf oder ihr macht eine Hawaii draus und packt Schinken und lecker, wie heißt es, Ananas mit da drauf. So ihr, wie ihr wollt. So, und jetzt klappt ihr eure Pizza einfach zu. Das Ganze sollte dann ungefähr so aussehen. Wenn das jetzt nicht so wunderschön ist, macht nichts. Und dann kommt das Waffeleisen oben drauf. Und das sollte jetzt so locker 2 bis 3 Minuten da drin bleiben. Und ich drücke hier extra so ein bisschen drauf, dadurch, dass der Pizzateig selbst so ein bisschen, na sagen wir mal, sehr aufgeht. Deswegen drücke ich das gerade die ganze Zeit noch so ein bisschen dabei runter. Es riecht auf jeden Fall schon sehr lecker. So, hier kommt auf jeden Fall schon ein bisschen Käse raus gerade. Aber das ist überhaupt kein Problem, weil das ist dann wie beim Käsebrötchen. Kennt ihr diesen Knusperrand, den man dann so immer abzwickt? Mmh, so lecker. Heiß, heiß, heiß. Ich hab Käse im Gesicht. Das Ding ist jetzt schon seit fast 7 Minuten da drin. Und deswegen werden wir es jetzt langsam mal rausholen. Mmh, sieht das gut aus. Tada! So, und der Käse, den lasse ich jetzt hier noch weiter ausbacken, damit man den gleich leichter davon abbekommt. Und alles, was hier noch flüssig ist, ist gut. Das machen wir direkt ab, weil, wenn das hart wird, ist es viel schwieriger und aufwendiger, das Ganze abzumachen. Also machen wir das schon mal direkt. Und wir schauen uns mal an, wie das hier geworden ist. Mmh, das sieht schon mal sehr, sehr geil aus. Haha, kochend heiß. Käse warm. Lecker. Geil. Oh, ich liebe sowas. Ich brauche nichts Fancyes, ich brauche einfach nur Käse, Tomate und Teig. Aber man kann damit natürlich nicht nur diese herzhafte Pizza-Variante machen, sondern theoretisch kann man das Ganze ja auch in süß machen. Und das werden wir jetzt nochmal versuchen. Jetzt machen wir die süße Waffel und ich will das mal probieren, ob das auch geht, wenn ich das aus 2 Teilen hier mache. Also quasi einen Teil befülle, das dann da oben drauf setze und das dann erst da drauf tue, nicht aus einem Teil. Und das dann so oben da drum wurscheln, weil das ja irgendwie ein bisschen scheiße aussah, fand ich. Und dafür haben wir jetzt ganz geile Marshmallows und Schokolade und wann sind die? Dickmann. Oh, ich glaube, der möchte direkt gegessen werden. Super. Normalerweise nimmt man ja immer eine flüssige Basis. Ach komm, wir mischen jetzt einfach mal alles miteinander, weil es geil ist. Oh. Dann klaue ich mir hier einen Marshmallow oder 2. Ich teile die nochmal, damit ich die besser verteilen kann. So, und ich glaube, ich nehme lieber einen weißen, weil dunkle Schokolade habe ich ja jetzt schon. Und den werde ich jetzt auch noch mal zerteilen, wenn das gut geht. Und hier so ein bisschen mit reinmachen. So, das ist jetzt meine Fülle. Und jetzt muss ich das Ganze verschließen. Über dieser Pizzateig, ey. Hier rüber. Und alles, was jetzt hier noch übersteht, mache ich hier erstmal ab, weil das ist mir zu viel. So viel Teig will ich ja gar nicht essen. Das andere, das klappe ich hier trotzdem mal drüber, weil ich Angst habe, dass das hier ausläuft gleich. Das nehme ich doch mal ein Pizzatäschchen vom Allerfeinsten. Sehr gut. Und dann kommt mein Baby jetzt hier rauf und runter mit dir. Nicht direkt mit voller Gewalt, sonst platzt es nachher, sondern immer mit so ein bisschen Liebe weiter runterdrücken. So, das Ganze war jetzt auch locker so 6-7 Minuten drin und das sieht dann so aus. Ich habe das zwischendurch einmal gedreht, weil das an der Seite, die außen ist, immer so ein bisschen dicker wird. So, lass die Schokolade da genauso wie bei dem Käse einfach noch so ein bisschen vor sich hin schmilzen und mach das mal auf.
Das muss definitiv abkühlen. Oh Gott, klebt das? Oh, das riecht unglaublich geil nach Schokolade und nach wie so Schokocrepe. Geil. Wie ein Crepe, nur nicht mehr kalt. Ich glaube, mit Nuss-Nougat-Creme alias aka Nutella hätte das Ganze auch sehr gut funktioniert. Kennt ihr das? Wenn das von außen gar nicht so heiß ist und dann kommt ihr auf die Soße und die Soße ist einfach auch kochend heiß. Genau das. Aber geil. Oh. Das trieft vor Fett. Als Tipp für euch, packt das Ganze möglichst weit hinten hin, weil sich das dadurch, dass es hier ja quasi diesen Hebel hat, noch weiter nach vorne drücken wird. Es ist sehr, sehr lecker. Es ist auch wahrscheinlich super, super ungesund, aber das ist mir scheißegal. Schokolade. Sehr empfehlenswert, wobei ich ja eher auf die Pizza-Variante stehe. Käse und Tomatensauce kann man einfach nicht überbieten, auch nicht mit Schokolade, finde ich. Aber hey, wenn ihr das mal nachmacht, dann lasst es uns wissen. Wir freuen uns sehr, von euch zu hören. Kann man auch was zu essen. Ihr könnt das auch bei So geht das TV auf Instagram verlinken. Ansonsten wünsche ich euch einen guten Appetit und schreibt unten in die Kommentare, was eure Lieblingspizza ist. Schokolade.